Vollblut-Araber sind die ältesten auf Reiteigenschaften gezüchteten Pferde und haben viele Jahrhunderte mit Menschen ganz eng zusammengelebt und wurden quasi auf Menschenfreundlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf Leistungen gezüchtet. Ihre Heimat, die arabische Halbinsel und die Schwäbische Alb. Das Haupt- und Landgestüt Marbach ist für seine Vollblut-Araberzucht weltbekannt. Die Jungpferde und Stuten leben das ganze Jahr über in traumhafter Natur und haben rund um die Uhr Auslauf. Es ist ein Reitpferd, eben für den Distanzsport vor allen Dingen sehr prädestiniert. Auch im Westernsport wird er eingesetzt. Es gibt auch Dressur- und Springpferde und Vielseitigkeitspferde und Fahrpferde. Nicht zu vergessen sein großes Showtalent, für das er immer wieder gefeiert wird. Der Araber ist ein wunderschönes Pferd. Es ist ein graziles, ein edles Pferd, der sich unheimlich schön bewegt auf eine ganz dynamische und elegante Art und Weise. Er kann sehr schnell sein, er ist sehr ausdauernd und das sieht man dem Körperbau auch an. Der Vollblut-Araber hat ein Stockmaß von 1,48 Meter bis 1,58 Meter. Und wird dennoch zu den Großpferderassen gezählt. Charakteristisch sind seine ausdrucksstarken, weit auseinanderstehenden Augen, sein kleiner Kopf mit einer hohen Stirn und großen Nüstern. Der Körperbau: ein markanter Widerrist, ein kurzer Rücken und ein hoch angesetzter Schweif. Erwünscht sind kräftige Gelenke, kurze Röhrenbeine und harte, wohlgeformte Hufe. Typische Fellfarben sind Schimmel, Braune und Füchse und Rappen. Der Vollblut-Araber ist nicht nur ein menschenfreundliches, sondern auch ein sehr intelligentes Tier. Es ist schon ein sensibles Pferd und entsprechend auch lebhaft. Also es ist nichts für jedermann und vielleicht auch nicht unbedingt für Anfänger, aber ein Pferd, das man als Freund fürs Leben gewinnen kann, wenn man sich entsprechend um das Pferd bemüht.